zusammen. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an das Bundesligaspiel 1. FC Union Berlin gegen den SC Freiburg. Das Spiel endet im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei vor 22.012 Zuschauern 0:0. Bei uns in der Pressekonferenz die Trainer der beiden Mannschaften, von unseren Gästen aus Freiburg Julian Schuster und vom 1. FC Union Berlin Bo Svensson. Julian Schuster, Gästetrainer, darf natürlich beginnen. Wie fällt das Fazit heute aus? Ja, vielen Dank. Ja, ich war heute zum ersten Mal hier. Das Stadion, das, was immer berichtet wurde, das kann ich nur bestätigen. Schon toll, was ihr hier habt. Zum Spiel, ja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll mit Loben. Die Mannschaft hat es echt geschafft, hier das Stadion ruhig zu bekommen. Hat es geschafft, dass der Gegner umstellen musste. Hat es geschafft, die Energie dann ein Stück weit auch vom Pressing des Gegners zu nehmen. Das ist bemerkenswert, das muss man hier erstmal schaffen. Da haben wir uns intensiv darauf vorbereitet, weil hier einfach eine sehr hohe Energie und auch Wucht entstehen kann. Es ist natürlich schade, dass wir uns einfach nicht für diesen Aufwand belohnen. Das ist, denke ich, heute der einzigste Punkt, den wir uns vorwerfen lassen müssen. Ja, es ist schade, aber ähnliche Worte, wie wir es dann eben auch letzte Woche hatten, dass wenn wir das Tor nicht machen, dann müssen wir alles dafür tun, kein Gegentor zu bekommen. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben viele, viele Bälle geblockt, wo es gefährlich hätte auch werden können. Natürlich ist es so, dass eben auch Union mit ihrer Qualität zu Torchancen kommt. Da hat uns dann der Arthur geholfen. Es wäre natürlich schön gewesen, mit der letzten großen Chance hier als Lucky Punch dann 3 Punkte mitzunehmen. Ist dann so, dass es schön ist, dass wir hier so bestehen konnten bei einem ganz schweren Auswärtsspiel, bei ganz, ganz starken Berlinern. Und ja, dann müssen wir heute mit diesem Punkt leben. Ich wünsche euch, Bo und Union, alles Gute und ja, schönen Abend zusammen. Dankeschön, Julian Schuster. Bo, dein Fazit zum Spiel. Ja, also es war durch das ganze Spiel einfach schwer. Und man kann natürlich, und das werden wir auch, unsere eigene Leistung da analysieren. Und man muss auch zugeben, dass der Gegner es einfach sehr, sehr gut gemacht haben. Es schwer für uns gemacht hat, Zugriffe auf das Spiel zu bekommen. Wir haben umgestellt ein paar Mal, wie Julian auch gesagt hat, genau aus dem Grund. Und es hat dann ein bisschen dann geklappt, ein bisschen besser. Wie gesagt, haben wir 5-7 ganz gute Minuten, aber es hat uns begleitet durch das ganze Spiel. Das ist sehr, sehr schwer war, Zugriff auf das Spiel bekommen, weil die Freiburger es einfach sehr gut machen. Ich glaube, wir müssen zufrieden sein mit dem Punkt und allgemein müssen wir natürlich mit der Leistung ja, kritisch umgehen und davon lernen vor allem. Und ja, ich kann nur nochmal zurückschicken, die alles Gute für die weitere Saison, Julian, ihr macht das beeindruckend gut. Dankeschön, Bo Svensson. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann bitten wir ums Handzeichen, reichen gerne das Mikrofon zu. Bei Simon Birkebein geht's los. Kleiner Augenblick. Bo, du hast es eben angesprochen, du hast in der zweiten Halbzeit ein bisschen umgestellt, dann war es ja gegen den Ball ein 4-4-2-System. Kannst du kurz erklären, was dich gestört hat in der ersten Halbzeit, dass du ja, den Schritt gehen musstest, ein bisschen umzustellen? Haben wir 4-4-2. Wir haben auch schon in der ersten Halbzeit umgestellt und versucht, es anders zu gestalten. Ein bisschen Kontrolle, ein bisschen tiefer. Und zweite Halbzeit versuchen wir nur auf Mann gegen Mann klare Bezugsspieler zu haben. Wie gesagt, es hat manchmal oder am Anfang ganz gut geklappt, mit der Zeit dann nicht so mehr. Das war der Versuch, nochmal ja, Freiburg früh unter Druck zu setzen. Wie gesagt, das hat ein paar Mal gut geklappt, aber nicht oft genug, sagen wir so. Weiter geht's bei Michael Färber, danach Nils Malzahn. Ja, Frage an Herrn Svensson. Wie froh sind Sie, dass Sie jemanden wie Frederik Rönnow im Kader haben? 11 Meter gehalten, in der einen oder anderen Situation auch wieder der sichere Rückhalt gewesen. Zeit für eine kleine Eloge. Ich bin froh, den Freddy zu haben. War schon vor dem Spiel bekannt. Also ich finde, der macht es sehr gut für uns, aber ist auch als Charakter und Mensch einfach sehr, sehr wichtig für die Gruppe. Ich muss auch sagen, ich fand das heute, auch wenn Freddy sich natürlich auszeichnen kann, zwei sehr gute Torhüter,
auch schon, muss man sagen, der Sestato Bulu auch ein paar gute Bälle gehalten hat und sonst auch ja, viel Qualität mitbringt. Aber ich bin natürlich froh, dass Freddy bei uns ist, das ist klar. Nils Mahlzahn, bitte. Ja, Bo, Anschlussfrage zu Frédéric Renaud. Er hat ja diese Woche seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben. Er selbst wollte, glaube ich, nicht so viel drüber sprechen, aber du hast ja da vielleicht auch als sein Landsmann nochmal einen speziellen oder einen anderen Blick darauf als wir. Findest du das ein bisschen schade, wie diese Karriere in der Nationalmannschaft verlaufen ist? Ich glaube, ich bin der Falsche da zu fragen. Also das ist Freddys persönliche Reise mit der Nationalmannschaft. Er hat persönlich diese Entscheidung getroffen mit Gründen, die er für sich entscheiden hat. Ich kann ihn als Trainer nur unterstützen. Hat Rücksprache mit mir gehalten und ich kann die Beweggründe verstehen. Alles andere ist wirklich Freddys Thema. Jannis Klimo, bitte. Ja, hallo zusammen. Bo, warum habt ihr euch in der ersten Halbzeit so schwer getan, Chancen zu erspielen? Lag das auch nur an Freiburg, weil die es ja gut gemacht haben? Oder was hättet ihr vielleicht besser machen können? Es lag teilweise an Freiburg, sehen, wie Julian auch gerade beschrieben hat. Wie intensiv die auch das leidenschaftlich das Verteidigen, auch in der Taktik ist Verteidigen. Und trotzdem gab es auch Situationen, wo man ganz klar sagen müssen, da muss mehr entstehen aus gefährlichen Situationen, mehr Torgefahr entstehen, vielleicht auch ein paar Torchancen mehr entstehen, weil wir hatten auch ein paar Umschaltmöglichkeiten, ein paar Sachen, die wir nicht von der Qualität gut lösen, sondern es ist eine Mischung. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht mehr. Dann sage ich Dankeschön fürs Kommen, wünsche Ihnen allen ein gutes Wochenende, unseren Gästen noch einen guten Weg nach Hause heute Abend.